Haben Sie sich schon überlegt, welcher Partei Sie am 29. September Ihre Stimme geben? Wenn nicht, dann wird es tatsächlich Zeit, denn schon in wenigen Wochen ist es soweit, denn da steigt, wie gesagt, die Nationalratswahl und da werden die Österreicher wieder zur Wahlurne gebeten, sprich zur Wahlkabine, und da gilt es wieder einmal ein X bei einer Partei zu machen. Jetzt hat das österreichische Gallup-Institut eine Umfrage gestartet und die Ergebnisse sehen also folgendermaßen aus. 38% der Befragten wünschen sich die SPÖ in einer Bundesregierung, gefolgt von der ÖVP mit 35%. Die FPÖ kommt hierbei auf 33%, die Neos auf 27%, die Grünen auf 25% und 16% der Befragten wünschen sich die Wir-Partei in der nächsten Bundesregierung, die KPÖ. Die kommt hierbei auf 12%, wobei die Befragten hier mehrere Parteien nennen konnten. Gesundheit, Pflege und Soziales waren das zentrale Thema. 65% der Befragten geben dies sogar als wahlentscheidend an. Und 43% der Teilnehmer schreiben der SPÖ hier in diesem Bereich die größten Kompetenzen zu. Ja, natürlich ist auch das Thema Migration und Integration ein wichtiges für 55% der Befragten. 51% der Befragten geben an, dass Ordnung und Sicherheit für sie das wichtigste Thema ist, und 48% wünschen sich mehr wirtschaftliche Stabilität von der Bundesregierung. In der Bewertung der Rolle als Spitzenkandidat bzw. Kandidatin schneidet Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger am besten ab. Sie kommt hierbei auf 45%, gefolgt von Karl Nehammer, der auf 42% kommt. Diese Umfrage, die ist zwischen dem 20. und dem 26. August durchgeführt worden, und zwar mit 958 Personen im wahlberechtigten Alter. Das Institut für öffentliche Theologie und Ethik hat ebenfalls zur Nationalratswahl ein sogenanntes Argumentarium veröffentlicht und zur Wahl aufgerufen, weil man hier keine Wahlempfehlung abgeben möchte. Auch der Samariterbund hat einige Forderungen an die kommende Bundesregierung gestellt. So brauche Österreich ein zukunftstaugliches, ein flächendeckendes und ausfinanziertes Pflegesystem, außerdem einen starken Katastrophenschutz, und die Liste, die ist hier auch länger, muss man sagen, denn es gilt hier natürlich auch ein modernes Pflegesystem, ein Rettungswesen, ein verlässliches Gesundheitssystem und ein professionelles Freiwilligenmanagement auf die Beine zu stellen. Ja, also einige Aufgaben, die definitiv auf die nächste Bundesregierung warten.